Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu unserer Roomtour. Wie einige sicherlich mitbekommen haben, bin ich und Gina letzte Woche umgezogen. Und wir haben die Wohnung jetzt, ja, ich würde sagen, zu 95% fertig. Das Einzige, was fehlt, ist Licht, aber das seht ihr noch. Das Ding ist, ich muss es leider abends filmen, weil sonst kann man sehr leicht aus den Fenstern gucken und dann halt auch ohne Probleme herausfinden, wo man wohnt, ne? Grüße gehen raus an Katja. Deswegen muss ich das leider abends machen, aber es sind zum Glück nur zwei Zimmer und da leuchte ich dann halt eben mit meinem Handy. Wie gesagt, wir sind halt umgezogen. Die Wohnung war uns einfach zu klein. Wir haben ja vorher in einer zwei Zimmerwohnung gewohnt und ja, das war für uns beide einfach, ja, schlichtweg zu klein. Ich meine, dadurch, dass ich halt auch von zu Hause arbeite, also am Computer, ist es natürlich auch mal stressig, wenn ich gestreamt habe, irgendwelche Videos gemacht habe oder so, dann konnte Gina meistens nicht irgendwie im Wohnzimmer chillen und hier irgendwas gucken oder so. Die musste dann immer ins Schlafzimmer und jetzt hat Gina auch ihren Rückzugsort und ich habe halt mein Arbeitszimmer und das ist einfach viel, viel besser als vorher. Ich will gar nicht so lange rumreden, wir wohnen immer noch sehr nah an der Innenstadt, ein bisschen näher als vorher und ja, dafür haben wir eine ziemlich gute Miete. Wie viel ist ja jetzt egal, ne? Über Geld redet man nicht. Aber ja, die Wohnung hat halt 90 Quadratmeter, sind 3,5 Zimmer und ich würde sagen, dann gucken wir auch direkt rum. Das erste sind natürlich die Hasen, ne? Die haben wir natürlich immer noch hier. Ich versuche mal gerade irgendwie Klicks zu geiern. Hallo, sag mal Hallo zu der Kamera. Ey, ich brauche Klicks. Ja, genau, Klicks. Ja, genau. Ja, du weißt, was ich meine. Oh, wie süß. Oh ja. Okay, danke. So, ja, und als nächstes haben wir halt diese Regale, die sind halt genauso wie vorher halt da, die sind meine ganzen, ja, Sachen, wo ich mal eingeladen worden bin, keine Ahnung, ich finde das voll geil, sondern das sind so Sachen, die werde ich auch versuchen, so lange wie möglich zu behalten, weil man daran einfach irgendwann bestimmt relativ cool zurückdenkt, ne? Wenn ich so überlege, dass der Ausweis, den ich hatte, als ich von KSG fast geschlagen worden bin, ja, der Typ, der ist ein bisschen scheiße. Hier war ich Presseausweis, also steht ja mein Name drauf, aber ich war von Darkest World aus da. Aber ja, das sind alles Erinnerungen, die man halt so behält, ne? Auch diese Schiffe zum Beispiel, also die habe ich mir hier so mit 12, 13 geholt und die hier so mit 8, ne? Also die habe ich halt auch schon so über mein halbes Leben fast. Ja, die Steinzeitseife, die behalte ich auch für immer. Ja, hier ist noch so ein Bild, so ein paar Alben. Ja, die Zapfen, die haben wir aus Gran Canaria mitgenommen. Ja, hier ist unsere kleine Kommode mit so Sachen für die Tiere und für uns natürlich auch. Und noch das, ja, der Aquarium, das werden wir aber bald los, weil, ja, bockt halt irgendwie nicht. Außerdem fließt das Wasser nicht mehr, dann muss ich mal sauber machen. Mache ich dann, ist aber, glaube ich, auch gar nichts mehr drin. Also wir haben mal so ein paar Tage, wo wir richtig cool auf Fische waren, aber wir kommen damit gar nicht klar, also lassen wir es lieber. Und ja, das ist dann so das restliche Wohnzimmer. Hier ist halt die Couch, ne, die gleiche wie vorher, eigentlich ist alles genauso wie vorher. Ich habe mir nur diesen, ja, ich sag mal, ja, Sessel ist es ja an sich nicht, ne, aber diesen chilligen Stuhl hier geholt, weil hier kann man wirklich richtig geil drin chillen und wenn man dann so zockt, ne, und dann ist das ziemlich cool. Und die TV-Bank haben wir uns halt noch dazu geholt. Wir hatten ja vorher nur dieses kleine Ding. Das ging auch, aber der Fernseher ist dafür einfach zu groß. In der anderen Wohnung stand der Fernseher noch ein bisschen an den beiden Wänden. Da ging das, ja, so leider nicht. Na, das ist leider das Doofe. Und ja, was ich mir geholt habe neben der Xbox, ist übrigens noch so eine NES, ja. Also die NES Classic, ziemlich geil. Das Einzige, was abfuckt, ich meine, ich habe zwei Controller, ne? Aber was ist das für eine Länge? Also ich müsste jetzt, also wenn ihr da so steht, müsste ich jetzt hier so neben dem großen Fernseher chillen. Also da hat man irgendwie nicht so ganz mitgedacht. Auch die anderen Kabel waren ein bisschen kurz, aber das ist erstmal egal. Richtig geil. Ich komme damit überhaupt nicht klar mit den Spielen. Also Mega Man 2, ich werde es irgendwann noch schaffen, den ersten Boss zu besiegen. Ja, ja, das ist halt unser Wohnzimmer. Wie gesagt, wir waren ein bisschen voll. Wir haben noch keine richtigen Lampen da dran. Wir haben fast überall, wenn überhaupt, nur Dings, Glühbirnen drin, aber reicht ja, ne? Also ich finde das ziemlich gemütlich so. Wir haben den alten Tisch jetzt wieder drin. Übrigens, weil ihr da gerade YouTube seht, habe ich was richtig Cooles zugesendet bekommen heute. Einige werden es auf Twitter nämlich schon gesehen haben. Und zwar, ja, der Play-Button, mein zweiter jetzt. Ich nehme den mal so ein bisschen aus dem Licht. Ja, für Eikuchen habe ich den bekommen, für 100.000 Abonnenten. Der ist sogar größer als mein anderer, ja. Ich nehme den einfach mal mit. Wir können das jetzt einfach mal ganz kurz, also jetzt mal außerhalb von der Roomtour, ne? Machen wir gleich weiter. Ich will jetzt erstmal hier durch den dunklen Dings. Wie gesagt, wir haben kein Licht, ja. Hier ist halt mein Arbeitszimmer. Machen wir aber gleich noch. Das hier ist der Preis für KuchenTV, ja, für meinen Hauptkanal. Und das ist der von meinem Zweitkanal. Also ich glaube, der war schon immer mal so groß am Anfang. Den haben die dann kleiner gemacht und jetzt wieder größer. Ich kann den übrigens erstmal hier hinstellen. Das sieht leider nur beschissen aus. Also andersrum hätte mir ehrlich gesagt besser gefallen, ne? Wenn der für KuchenTV größer wäre als der für, das sind auch generell andere, ne? Weil das ist jetzt hier so drin, das ist hier so auf dem Glas. Aber egal, machen wir danach. Das dürft ihr alles noch gar nicht sehen. So, ja, als nächstes, ja, unser Flur. Da habe ich mir natürlich was richtig Tolles überlegt. Ja, einfach hier mit dem Handylicht. Geht sogar voll gut. Besser als gedacht auf jeden Fall. Wie gesagt, hier sind halt unsere Schuhe, die Iowa Hawks. Also im Flur haben wir nicht ganz so viel. Wir haben hier noch unser Wäscheständer.
Das Ding ist, die Waschmaschine hat den Umzug nicht so ganz überlebt. Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Und ja, hier wäre rein theoretisch unsere Küche, wenn wir eine hätten. Aber wir haben leider keine. Weil, ja, das Ding ist, wir sind relativ kurzfristig umgezogen. So, eigentlich wollten wir das gar nicht so direkt machen. Das hat sich einfach so ergeben, weil wir mussten halt erstmal warten, bis wir Internet hatten. Und weil ich arbeite ja damit, deswegen kann ich nicht einfach umziehen, wenn ich dann 2-3 Wochen ohne Internet bin. Und die Telekom lässt sich bei sowas immer ziemlich viel Zeit. Ich meine, ohne Witz, der Techniker, ich meine, ich war nicht hier, Gino war hier, aber das hat 10 Minuten gedauert. Und du willst mir sagen, dass er für diese 10 Minuten irgendwie 4 Wochen keine Zeit hatte oder was? Also das ist wirklich lächerlich, Telekom. Aber ansonsten hat er wirklich alles so funktioniert, dass wir halt Internet hatten. Und dann haben wir halt geguckt, naja, welches Wochenende ziehen wir jetzt um? Und dann ist es halt das letzte geworden. Weil, ja, dieses Wochenende hat Gina keine Zeit, ist gerade in Leipzig, nächstes Wochenende war auch irgendwas war da, weswegen wir nicht umziehen konnten. Ich habe keine Ahnung, aber da bin ich nicht da. Jetzt haben wir vor ein paar Tagen abgeklärt, also ne, irgendwas ist immer halt, deswegen sind wir da relativ kurzfristig halt umgezogen, weil wir halt Internet hatten einfach. Übrigens auch mein WLAN-Kabel haben wir jetzt hier festgeklebt, ja, es geht hier runter und dann da in mein Arbeitszimmer rein, weil wir wussten nicht, wie wir es sonst machen sollen. Und so sieht es halt auch ziemlich gut aus, also finde ich zumindest. Ja, dann hier natürlich das Badezimmer, ist natürlich auch immer ziemlich schnieke, also nochmal Props an unseren Vermieter, weil der war wirklich mega, also der ist an sich erstmal der korrekteste Vermieter, den ich je hatte. Ich hatte bisher 2 und der andere ist auch nicht wirklich schwer zu toppen, aber echt mega korrekt, also er hat sich einfach noch die Wand reingemacht. Der hat so gefragt, der wollte noch so eine Duschwand, wir meinten so ja. Und dann hat er uns hier einfach eingebaut. Wirklich perfekt. Ja, wie gesagt, hier ist ja die Waschmaschine jetzt. Ne? Gene hat übrigens versucht, das Ding hier aufzubauen. Wer das auch hat, wird wissen, hä, das hat eigentlich 5 Dinger. Also hier ist es ja, wo der Dübel reinkommen würde. Und der andere Dübel wäre, ich weiß gar nicht, hat das aber irgendwie falsch eingebaut. Der ist hier. Also der hat einfach so komplett falsch das zusammengedings. Aber ich finde, so sieht es auch fast schon geiler aus. Also macht nicht so viel Unterschied. Ja, ansonsten ist es halt ein ganz normales Badezimmer so. Ne? Da gibt es eigentlich nicht wirklich viel Verwunderliches dran zu sehen. Und wir haben hier Licht. Ja, aber nicht das normale Licht. Ja, das geht nicht. Wir haben extra so an der Seite so Licht. Ja, dann kommen wir jetzt zu meinem Arbeitszimmer. Da waren wir ja eben schon. Ich finde, hier halt es halt noch. Und ich habe keine Ahnung, warum. Also ich habe Rollos, die sind jetzt oben, aber auch wenn sie unten sind, halt es. Und ich habe da ein Bild dran, ich habe hier die Softboxen, hier steht voll viel Zeug rum. Dann habe ich hier einen Teppich geholt heute, weil ich dachte, ja, Teppich, der macht auch immer noch ein bisschen. Hier sind übrigens meine Play-Buttons, ja, nur dass ihr mal Bescheid wisst. Und da die Sachen, die halt jetzt in meinem Computer sind, ne? GTX 1080, irgend so ein Board, solche Dinger. Ich wollte irgendwas auf den Tisch haben, dann dachte ich so, ja, das sieht eigentlich relativ cool aus, mal gucken, ob ich das so lasse. Übrigens, ich habe mir Pokémon Mond geholt, vor 3 Monaten, wo es rauskam. Ich habe es noch nicht einmal gespielt, aber bald, wirklich bald. Bald fange ich damit an. Ja, hier wollte ich halt so kameramäßig so ein bisschen was aufstellen. Und hier ist mein Auto, der R8 GT, ziemlich geiles Gefährt auf jeden Fall. Ja, ansonsten kann man dazu nicht viel sagen, ne? Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr findet, was ist der beste NPD-Wahlspruch, den ich mal zugesendet bekomme. Ist es vielleicht natürlich deutsch, ja, ist ja knackig, behält man im Kopf, das Kind ist geil. Oder auch stoppt die Schleppermärkte, auch ziemlich passend, weil zweitberuflich bringt sie ja Flüchtlinge nach Deutschland. Oder auch Lügenpresse abschalten. Ist ja richtig, ne? Sollte man ausmachen. Ja, die Waffen stehen halt hier noch ein bisschen rum. Das sind so Steuersachen. Ja, ansonsten ist da gerade irgendwas, was ihr nicht sehen dürft. Nee. Ja, hier ist halt so mein Computer. Der Tisch wackelt, warum auch immer, ziemlich krass. Das nervt halt, ne? Wenn ich jetzt so hier ein bisschen gegengehe, dann merkt man schon, die Dings wackeln. Das nervt halt so ein bisschen krass. Aber ansonsten, ja, chill ich hier, finde das ganz geil. Ich habe Gina bezahlt, die Bilder aufzuhängen, sonst hätte ich das niemals gemacht. Und hier ist auch mein altes MW3-Poster, wie meine Mutter damals geschenkt. Das muss natürlich wieder ran. Ja, jetzt geht's weiter hier. Die einzige Lampe, die wir bisher angemacht haben, ich weiß gar nicht, wo die angeht, hier. Ja, von Ikea, diese, ja, kennen wahrscheinlich viele. Ja, hier ist halt so Ginas Bereich. Wir haben einfach gesagt, dass sie halt auch, ja, ihren Bereich einfach bekommen soll, weil es ja unter, wenn ich so mein Arbeitszimmer habe, obwohl man es natürlich von den Steuern absetzen kann, aber sie braucht halt auch so ihren Rückzugsort. Ja, ansonsten ist hier halt unser Schlafzimmer. Wir haben gesagt, dass die Hälfte von diesem Schlafzimmer gehört auch noch ihr. Also wir haben gesagt, bis zum Kleiderschrank hier, der Bereich, das ist halt alles, was noch Gina gehört sozusagen. Dann hat sie durch diesen anderen halben Raum noch quasi so ihr Zimmer hier. Na, und hier habe ich mir halt einen neuen Kleiderschrank geholt. Der alte hätte den Umzug einfach nicht überlebt. Das ist halt auch der Grund, warum ich mir generell neue Möbel geholt habe, weil die Hälfte hätte den Umzug einfach nicht überlebt. Deswegen habe ich mir auch einen neuen Schreibtisch übrigens geholt.
Uns ist dann beim Abbauen und Rüberbringen aufgefallen, ey, wer die wieder aufbauen, der ist vorher schon fast auseinandergefallen. Und ja, Möbel sind leider nicht dafür gemacht, sie dauernd auf- und abzubauen. Und aus diesem Grund habe ich mir dann halt einen neuen Schreibtisch geholt. Der war aber auch nicht teuer. Der Kleiderschrank war auch nicht teuer. Ich wollte erst einen anderen für 110 haben, der hätte dann hier noch so einen Spiegel gehabt in der Mitte. Aber der war ausverkauft, jetzt habe ich dafür 80 oder so bezahlt. Also geht mega fit so, ne? Ich brauche hier auch nicht mehr. Ja, ansonsten ist hier halt unser Bett so, ne? Standardmäßig. Auch das alte, es bricht auch so gut wie auseinander, da kann man auch nicht nochmal mit umziehen. Ja, und hier haben wir halt wieder unseren Fernseher dran gemacht, ne? Und ich habe meine N64 wieder. Die war bei meiner Mutter, wusste ich gar nicht. Muss ich mal anschließend wieder eine Runde zocken. Ja, das ist halt so unsere Wohnung. Ja, was soll man sagen? Also ich bin mega glücklich mit dieser Wohnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir zahlen hier richtig wenig Miete dafür, dass sie wirklich quasi in der Innenstadt ist direkt. Und der Vermieter ist mega korrekt, also wirklich nochmal Props an den Vermieter so. Die Wohnung war halt komplett neu, hier ist wirklich gar nichts. Ne? Wir können die Temperatur mit diesem Ding hier einstellen, wie geil ist das bitte? Und auch ansonsten ist diese Wohnung einfach perfekt. So, das ist, also finde ich persönlich eine richtige Traumwohnung fast schon. Die ist einfach perfekt auf uns geschnitten. Also ich bin echt froh, dass wir die bekommen haben und wir waren die einzigen Bewerber, also wir haben echt gezittert noch. Und ja, da würde ich sagen, das ist halt unsere Wohnung. Die trinken immer noch seit 10 Minuten. So viel ist da gar nicht drin, oder? Straight up im nächsten Video und bis dahin, okay, thanks, bye.